Herzlich willkommen zurück zu Black Mirror bei uns auf dem Knalltüten-Gaming-Kanal. Heute natürlich wieder mit dabei, ich der Jahre 85, alias Samuel Gordon und natürlich die Killer Menti, alias Pater Frederick. Hallo Killer Menti. Hallo. Du siehst zwar nicht so aus, aber irgendwie, naja, in ein paar Jahren schon. Jetzt gehen wir erstmal in den Beichtstuhl. Erstmal beichten. Hier pflegte ich vor so vielen Jahren nach der Heiligen Kommunion zu beichten. Er hatte nach der Kommunion gebeichtet. So, okay, was haben wir hier? Nichts, Kerzen, auch nichts. Oh, Altar. Aufgeschlagenes Buch. Ich schätze mal, bei dem aufgeschlagenen Buch wird er bestimmt wieder eine Woche lesen. Also stellt er schon mal drauf rein. Auf dem heiligen Altar liegt ein Tuch mit goldenen Stickereien. Okay, na dann tun wir es uns mal an. Und aufgeschlagenes Buch. Lies vor, Samuel. Ich hoffe, der liest jetzt auch nicht, dass ich so viel verspreche. Heilige Schriften. Alles Latein. Ach, der liest gar nicht. Das war alles Latein. Na toll. Muss ich ja mal träumen. Zum Seitenflügel. Was haben wir wieder hier? Gitter. Das Gitter ist abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Vielleicht sollte man den jetzt mal fragen, ob er es aufschließt, weil wir wollen ja dorthin, wo auch William war. Ja? Genau. Der kann ja ihn jetzt sagen, hier, mach mal das Gitter auf. Pater Killer Mandy. Pater? Ja, mein Sohn. Darf ich Sie einen Moment stören? Tatsächlich. Machen bitte den Glockenturm auf. Pater, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Ich würde mich gerne im alten Glockenturm umsehen. Aber mein Sohn, der Glockenturm ist für die Öffentlichkeit geschlossen. Warum wollen Sie dorthin gehen? Das kann ich im Moment leider nicht beantworten. Aber es ist sehr wichtig, glauben Sie mir. Also gut. Er macht's auf. Ich werde eine Ausnahme machen, aber nur dieses eine Mal. Danke. Folgen Sie mir bitte. Der macht's einmal nur auf. Jetzt sind wir im Glockenturm. Ah. Sieht doch aus, wäre das mit Rätsel gespickt. Ich habe irgendwie das Gefühl. Oh ja, ich sehe schon eins. Alleine lassen. Oh. Ich muss zur Kirche zurück und anderen dienen. Natürlich, Pater. Danke. Sagen Sie mir bitte, wenn Sie fertig sind, damit ich das Gitter wieder schließen kann. Natürlich. Ich muss dahinter kommen, wie William in Marcus Grab gelang. Ich gehe nicht, ehe ich den Eingang gefunden habe. Also hier gibt es den Eingang zu Marcus Grab. Wir haben jetzt hier bloß Treppe benutzen oder verlassen. Verlassen tut er aber nicht, deswegen gucken wir uns erstmal um. Ob wir irgendwas sehen. Das ist so spannend eigentlich, muss ich sagen. Ein Seil? Na, klicken wir mal an. Das ist richtig spannend, oder, Clementi? Oh ja. Stark, trotz des offensichtlichen Alters. Das Seil ist nach wie vor stark. Das untere Ende ist abgegriffen, vermutlich von Menschenhänden. Vielleicht hat man es benutzt, um die Glocke zu läuten. Wer weiß. Hier wurde die Glocke geläutet, das kann sein, ja. Gehen wir zum Bild. Und danach gehen wir mal die Treppe um. Ein Madonnenbild. Ne, warte mal, das bleiben wir hier unten. Großes Turm, sehen wir uns das auch. Das führt zum hinteren Teil des Friedhofs. Das Tor führt zum hinteren Teil des Friedhofs. Das Tor ist von der anderen Seite abgeschlossen. Ist auch von außen abgeschlossen. Es lässt sich nicht öffnen. Es hat kein Schloss. Es hat kein Schloss, das sagt ja alles. Eine Öffnung haben wir hier. Gucken wir mal. Die Form ähnelt dem des steinernen Objekts. Ah, die Form ähnelt dem des steinernen Objekts. Genau. Ja, es wird jetzt so. Wir machen das. Schön. So, gucken wir erstmal kurz mal hier die Bilder noch an. Und auch das Ding. Mehrere alte Bilder und das staubige Inventar liegen still im Schatten. Ich kann daran nichts Interessantes entdecken. Hier ist nichts Interessantes dabei. Treppe benutzen. Die Wendeltreppe führt zum Glockenturm. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Nein, der will nicht zum Glockenturm gehen. Altar. Hey, Altar. Darüber muss William in seinem Tagebuch geschrieben haben. Ich muss dahinter kommen, wie es funktioniert. Das ist ein Rätsel, 100 Pro. Hast du im Buch drinne? Das ist mir auch gerade aufgefallen, wenn wir in der letzten Folge nachgeguckt hatten, ne? Genau. Ja. Die tauschen, also die schwarzen, die dunklen müssen so in die senkrechte und die weißen in die waagerechte. Und in der Mitte muss das rote sein.
Richtig. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Also genau andersrum müssen wir die legen. Mhm. Die kann man hier runter. Zack, zack. Achso, dann kann man die auch mehrere verschieben, wissen wir jetzt nicht. Ist schwarzen. Warte mal, wir können ja erstmal jetzt. Ne, warte mal. Ne, wir müssen die irgendwie rauskriegen. Yep. Können wir den jetzt hier herschieben? Ne, muss man so. So, jetzt haben wir den erstmal hier. Warte mal, wir schieben die erstmal alle hier hinter. Okay, wirklich bloß Punkt für Punkt. Also kriegt man das nicht raus. Den hellen kriegen wir jetzt nicht. Warte mal, lass mal einen Klick. Ne, die brauchen wir gar nicht. Den machen wir ja gar nichts in dem Falle, ne? Jetzt sieht es ja erstmal fast aus wie am Anfang. Eigentlich, ja? Yep. Den hier in die Mitte schieben. Nee, geh mal zurück hier. Zack. Zack, zack. 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 Warte, machen wir das jetzt so. Dann tun wir den hier und hier her. Ah, nee, warte, kommen wir nicht weiter. Dann wollen wir, das war ein weißer hier, ne? Der hier. Ja. Der war zwar auf der richtigen Seite. Schon müssen wir zwei jetzt auf der Seite. Erstmal so, das wird dann schwarzer. Dann voll der schwarze. Weg hier. Das bleibt weiß. Wie war das? Weiß muss hierher und schwarz hierher. Genau. Muss ich die irgendwie rauskriegen. Aber wenn wir das wieder zurück machen, haben wir ja auch nicht gekonnt eigentlich, ne? Nee. Weil die schwarzen Dinge eigentlich schon ganz gut. Genau, warte mal hier. So, so zack, zack. So, das ist irgendwie nun, wie wir es gemacht haben. So, der Weiße muss jetzt irgendwie noch herum. Jetzt machen wir wieder zurück. Ah, ne, da kriegen wir auch nicht hin. Wenn wir den Schwarzen jetzt hier rum machen könnten. Der rote Stein. Kommt da nicht mal raus. Ja, genau. So, das Rätsel scheint etwas schwieriger zu sein, deswegen machen wir eine kurze Pause. Und da sind wir wieder zurück. Wir haben das schon ganz gut gelöst und kurz vorm Ende wollen wir euch natürlich dran teilhaben lassen. Und jetzt kommt der letzte Stein. Endlich die richtige Kombination. Hat der Moment gedauert, ne? Aber oh ja. Da hilft ja keine Lösung dabei. Aber trotzdem, hingekriegt haben wir es ja. Was knarrt? Es bebt. Was ist passiert? Aber was ist passiert? Das Seil kann man nicht anklicken. Die Öffnung kann man jetzt wieder rausmachen. Oder wie? Damit habe ich den Altar geholt. Nee, damit habe ich den Altar geholt. Haben wir irgendwas bekommen? Nee. Was hat das jetzt dann da gebracht? Warte, geht der jetzt einfach wieder? Wenn ja, dann ist mal richtig. Da müssen wir auch gehen. Ich kann jetzt nicht gehen. Nee, macht er nicht. Ich muss den Weg zu Markes Grab finden. Nee, macht er definitiv nicht. Der geht nicht. Was hat denn da jetzt gerade so gerattelt? Okay, was kann man hier noch. Oh, hier da! Teppich! Teppich! Da ist bestimmt die Treppe unten aufgegangen oder irgendwas, ein Gang oder ein Schacht oder irgendwas. Eine Treppe. Alles klar. Hinuntergehen. Oh oh. Die Luft hier lässt sich kaum atmen. Oh. Die Luft lässt sich kaum atmen. Oh oh. Da an der Wand ist das Zeichen. Oh, du warte brauchst mal. Den. Ich kann gerade nichts machen. Warte mal. Jetzt. Es ist die gleiche wie oben. Die gleiche wie oben? Da kann man, mhm. Müssen wir die bestimmt holen. Eine Fackel? Die ist völlig verrottet. Nutzlos. Nutzlos. Dann müssen wir das Ding bestimmt holen. Und. Genau. Und dann geht irgendwas an. Im besten Fall ist Licht. Ja, er nimmt's. Okay, jetzt wo er gemerkt hat, dass er es braucht.
Samuel. Gut, der Altar, der hätte jetzt auch verschwinden können, das wäre gar nicht aufgefallen. Hätte man ja nicht mal gebraucht, benötigt. Oh, wie hübsch. Was knarrt wieder? Verflucht, was war das? Der Eingang hat sich geschlossen. Die Tür ist ich zu. Ich muss ihn irgendwie öffnen. Sonst ach du Scheiße. Ja, wunderbar. Ne, wir gucken uns erstmal um. Was haben wir denn hier? Altes Buch. Die Seiten sind gut erhalten. Ich werfe einen Blick hinein. Der liest jetzt bestimmt, oder? Man kann es nicht sehen, aber hören. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Man kann es nicht so, sehen, ist jetzt selber aber vor. Hören. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Luft. Oder anspricht. Das habe ich, glaube ich, im Buch gelesen. Das müsste Atem sein. Weil hier sind nämlich Steinblöcke. Das kann natürlich sein, dass es damit zusammenhängt. Und im Buch steht Atem da. Deswegen werden wir das einfach mal machen. Weil das hat das Einzige, was er schon mal rausgekriegt hat, ne? Atel? Nee, Atem. Gibt's so ein M? Ja. Ich sag einfach mal, das ist richtig, es kam jetzt kein Geräusch oder so. Aber und jedes Buch hat ist eine Säule. Wollen wir kurz mit die Inschrift mal kurz lesen? Mhm. Möge Weisheit dir den Weg weisen. Möge Weisheit. Die Heiligen 4 im Jahre des Herrn 1243. Möge Weisheit dir den Weg weisen. Also das bedeutet sogar, dass die vier Säulen, das, ja, muss man aber wissen. Mal gucken, was er jetzt sagt. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Was meint er? Je mehr man wegnimmt, wenn man was wegnimmt, wird es größer? Klauen? Nee. Wenn man was wegnimmt, warte mal. Und da wird es größer. Luft vielleicht? Wenn das was damit zu tun hat, aber ihr müsst ja erstmal eine U kommen. Ne, kommt kein U. Also das ist keine Luft. Okay, dann merken wir uns das mal vor, vielleicht wissen wir bei dem anderen was. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Oh, hier. Man sieht ihn in der Kälte, sonst bleibt er meist dem Auge verborgen. Sanft wie das Licht, leicht wie eine Feder. Doch keine Kreatur dieser Welt kann ohne ihn existieren. Man sieht ihn in der Kälte, sonst bleibt er meist dem Auge verborgen. Sanft wie das Licht, leicht wie eine Feder. Doch keine Kreatur dieser Welt kann ohne ihn existieren. Das klingt ja fast wie Schnee oder irgendwas. Luft. Das kann Luft sein, ja, stimmt. Ja klar, keine Kreatur kann ohne ihn existieren. Aber leicht wie eine Feder. Warte mal, wir probieren es mal. Mal sehen. Muss nochmal ein U kommen. Hier kommt kein U. Ne. Auch wird noch vier Buchstaben. Warte mal. Höke. O. Hier kam kein Z, ne? Das ist Ozon genannt. Ah, schon wieder Atem kann ja nicht sein. Keine Kreatur kann ohne ihn existieren. Okay, warte mal, das letzte Buch mal noch. Vielleicht werden wir da schlauer. Schwarz kauft man sie, rot nutzt man sie, grau wirft man sie fort. Könnte Kohle sein. Schwarz kauft man sie, rot nutzt man sie, grau wirft man sie fort. Also Kohle könnte das sein, wenn das fünf Buchstaben sind. Oder, keine Ahnung, Glut. Glut, oder? Ja. Ne, sind fünf Buchstaben. Also Kohle, probieren wir mal. Weil die kaufst du ja schwarz. Wenn sie anzündet, wird sie ja rot und dann wird sie ja zu Asche. Würde ich jetzt fast mal meinen. Mhm. Aber scheint zu funktionieren. Es funktioniert. Es funktioniert. Das ist richtig, das andere ist aber falsch. Hm. Luft dort hinten. Ja. Atem. Atem. Haben wir das richtig geschrieben? Ja. Warte, ich gucke noch kurz ins Buch rein. Der hat doch irgendwas schon mal ausgefüllt. Moment. Atem.
Nur Glück auf der Seite. Ich habe den Gang geöffnet, der zu Markus Grab führt. Ich bin mit Sicherheit zu der erste seit Jahrhunderten. Meine Überraschung war groß, als ich Grab und von Markus war eine finde Antwort von 4 Büchern in der Mitte des Grabes zu finden ist. Möge Weisheit den Weg weisen, steht in Stein gemeißelt. Im Tode wie im Leben wird Weisheit geschützt. Ich bin fast sicher, dass das erste Lösungswort Atem lautet. Vielleicht war das nicht Atem, vielleicht ist das da hinten Atem. Das kann sein. Wenn irgendein Lösungswort muss es ja sein. Weil der hatte, das hatte ich wie gesagt im Buch letztes Mal schon gelesen gehabt, wo wir letztes Mal in dem Buch rumgeblättert haben. Ah, voll der Rätsel, voll die Rätselfolge. Also wenn es richtig ist, geht die Säule nach unten. Na komm. Nee. Ja. Dann ist das andere mit dem leicht, was leicht ist wie eine Feder. Dann wird das ja, und genau, und jeder kann, muss damit leben, also ich gehe mal hier nochmal durch, also ganz viel Atem, bei dem Spiel brauchen wir lang Atem. So. So. Ja. Sehr gut, dann müssen wir uns das andere nochmal angucken. Das andere da hinten, was war denn das nochmal? Ich würde erstmal das hier vorne machen. Erstmal nochmal, weil wir einfach hier vorne angefangen haben. 2 Hammer. Man kann es nicht sehen, aber hören. Wind. Es spricht nur, wenn man es anspricht. Ja, Wind, na klar. Oder Luft. Ja, wenn da ein U ist, heißt das. Wir gucken, ob hier ein W ist. Aber ich glaube, W habe ich nirgendwo gesehen. Ja, L ist da. Aber ein W nicht. Wir probieren mal Luft. Wenn jetzt hier ein U kommen sollte. Ne, scheint auch keins zu kommen. Dann nehmen wir dieselben Buchstaben. Wenn man es anspricht. Echo! Ja! Weil wenn du da was, wenn du da in den Wald jetzt was reinrufst zum Beispiel, da kommt das doch wieder. Da ruft er dann zurück. Richtig. Wenn jetzt ein C kommt, da kommt ja. Ein C. Ich hätte ja so fast Hall gesagt, aber Echo. Also können wir Hall probieren, wenn das geht. Wenn jetzt ein O kommt hier noch, heißt das. Da ist ein O. Ja, hier. Jawohl. Mensch, war mal so doof, hä? Sehr gut. Und jetzt das letzte nochmal. Komm, das kriegen wir jetzt auch noch raus. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Was denn, wer man, das verstehe ich nicht. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird es. Loch? Ja, ja, Loch. Na klar, wenn man was aufbuddelt, dann nimmt man ja was weg und dann wird es größer. Gute Idee. Warte, ich probier's mal. Gute Idee. Mensch. Jetzt müsste es nur funktionieren, dann bist du wirklich Gold wert für das Spiel. Jawohl, super! Weil da war ein schwarzes Fenster. Achso, das soll vielleicht wahrscheinlich ein Open Loch sein. Genau. Und jetzt? Jetzt erhebt sich hier, das ist Markus Grab. Oh, das ist gruselig. Von Markus Gordon persönlich. Oh. Ich kann gerade nichts anklicken, da jetzt. Steinsarg. Da gucken wir natürlich nochmal hin, das wollen wir jetzt wissen. Schieb, Samuel! Du machst noch kaputt. So, aber was genau in dem Sarg ist, das seht ihr erst in der nächsten Folge. So viel Spannung muss sein. Bis dahin, macht's gut und bye bye. Tschüss!